Hi ihr Lieben, heute gibt es einen schnellen und total leckeren Nudelsalat mit Hollandaise. Und dafür nehme ich 400 Gramm gekochte Nudeln, 4 Gewürzgurken, 150 Gramm Tickererbsen, die ich schon gar zubereitet habe, 150 Gramm Mais und 200 Gramm Geflügelfleischwurst. Also die Gewürzgurken schneide ich in kleine Würfel, ebenso wie die Fleischwurst. Dann fülle ich die Zutaten, also die Gürkchen, die Erbsen, den Mais und die Fleischwurst zu den Nudeln. Und jetzt bereite ich noch ganz schnell die Soße zu. Und dafür nehme ich 250 Milliliter Hollandaise, 200 Gramm saure Sahne, einen Schluck Gurkenwasser, 150 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure, ein Teelöffel Knoblauchgranulat und nach Geschmack Salz und Pfeffer. So, und hier verrühre ich nur alle Zutaten mit einem Schneebesen, bis eine cremige Soße entsteht. Die Soße gebe ich dann über den Salat und vermenge alles gut miteinander. Super lecker und durch die Hollandaise-Soße mal was anderes. Probiert diesen Nudelsalat auf jeden Fall mal aus. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.